Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Staxel. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Und ich bin hier am Kaffee ernten. Und gleich bauen wir die abstrakte Statue und die kubische auch noch. Hey. Unsere letzten Statuen haben den Touristen ja nicht gut gefallen, diesen scheiß Terroristen da. Ganz ehrlich. Diskriminieren einfach meine schönen Statuen. Indem wir sie in mühevoller Handarbeit gebaut haben und dahingestellt haben. Aber jedes Dorf, was Touristen anziehen will, braucht natürlich eine Statue. Das ist ganz klar. Alles andere wird ja gar keinen Sinn machen. Ne? Also. Wir brennen. Fram, 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 fram. Der Brenn ist da. Fram, 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 fram. So. Finde okay. Mal dein Blech wieder, ne? Das kannst du mir gerade mal in die Hand geben. Tatsächlich braucht das nämlich auch. Yay! Yeah. Da. Danke, danke. Ein bisschen Blech muss sein. Aber erstmal eine goldene Kaffeebohne. Kann nicht angehen, dass wir hier so langsam vorankommen. Hm, Ostereier. What? So, wir brauchen Blech. Ein weißes Blütenblatt. Weißes Blütenblatt. Rohstein. Und Mörtel. Zwei Stück. Mörtel? Oh, wir hatten noch ein bisschen Mörtel einstecken, sehe ich gerade. So, erstmal eine abstrakte Statue gebaut. Und dann bauen wir natürlich auch noch die kubische Statue. Das wird wahrscheinlich jetzt unser Meisterwerk werden. Ein rotes Blütenblatt. Grünes Blütenblatt. Und Kleber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uns fehlt ein grünes Blütenblatt. So, das hat sich erledigt. Es ist hier moderne Kunst, ich sehe schon. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass wir die erstmal irgendwo nur aufstellen, weil wer weiß, ob wir nochmal welche bauen müssen. Da muss ich mir jetzt keinen Kopf machen, ob die da einen guten Platz haben oder nicht. Ganz ehrlich. Zum Beispiel hier. Das ist die Kette für die kubische, sehr gut. Weil das ist die kubische. Hielt das? Ja, periodisch überschrieben, weil da ein Festivalplatz ist. Who cares, ganz ehrlich. Und die andere, die kommt einfach mal genau hier hin. Was ist das auch hier? Weißt du, so einfach mal ins Grüne. Eine absolut übertrieben bunte Statue bauen. Aktualisieren. Und dann dieses Osterei entfernen. So, Maximilian, wir haben mal wieder eine Aufgabe für dich erledigt. Mein Freund. Du schuldest uns was. Vielleicht jetzt nicht direkt, aber irgendwann werde ich kommen und mir diesen Gefallen einfordern. Vielleicht auch nie. Eher nie, aber vielleicht. Gute Arbeit, Yogi. Jetzt können wir nur noch hoffen. Ich schlage vor, dass du herausfindest, wie unserem neuesten Touristen die Stadt gefällt. Vielleicht können wir ihn ja überzeugen. Oh, los, Tourist. Und das ist ein cleverer auch noch. Oh, scheiß Terroristen da. Wo ist der andere? Ich glaube, es gibt nur einen. Yo. Hallo, bist du einer der Einheimischen hier? Das hast du gut erkannt, du bist so ein cleverer Terrorist. Ich liebe die Kunstwerke, liebe, liebe, liebe sie. Was kannst du mir über den Ort sagen? Gute Welt, schöne Strände? Könnten wir hier eines Tages ein tolles Resort bauen? Du verstehst? Normal, ich habe den Bürgermeister in der Hand da. Ich baue dir alles, was du bauen willst, wenn der Sketch stimmt. Ja, gar kein Problem. Ist hier eigentlich so das Essen? Das Beste, weißt du, ich habe hier eine Bäckerei gebaut. Da backt deine drin. Die kann ich gut backen, Hallo. Aber ich kann gut kochen. Also, niemand anderes hat diese Bäckerei gebaut. Wenn du da Gerüchte hörst, glaub ihnen nicht. Du bist ja clever, also deswegen nicht drauf reinfallen. Könntest du mir etwas Leckeres auf den Tisch zaubern? Ja. Ich hätte gerne einen schönen Salat. Ja, Digga, du bist ein Burger, kein Salat, oder? Gut, wir brauchen einen schönen Salat. Einen schönen Salat? Einen schönen auch noch. Oh, hier lagen ein paar Süßigkeiten vorm Regal. Habe ich ein Salatrezept.
Einfacher Salat oder Becher Saft? Einfacher Salat. Salat, Tomate, Gurke, Kohl. Salat. Meine kleine Tomate. Meine Gurke. Ich habe keine Gurke. Mist. Dann bestellen wir mal noch eine Gurke und einen Kohl online. Können wir es nämlich spätestens morgen abschließen. Ich meine, der hat ja heute keinen Hunger, der hat erst morgen Hunger. Wir können auch einfach mal den Salat geben. So, hey, komm, wir machen dir Essen hier einen Salatkopf. Oh, ich habe mich wohl nicht verständlich ausgedrückt. Ich sagte, dass ich gerne einen Salat hätte, um das Investitionspotenzial der Insel einschätzen zu können. Du verstehst schon. Ah. Ich brauche Goldhaufen. Er will bestochen werden. Holt ihm Koks und Nutten. Ach ja. Gurke? Ich meine, wenn ich dem jetzt Geld geben muss, damit er uns Geld gibt, dann bringt es ja eigentlich nichts. Da könnte ich auch das Geld direkt der Stadt geben. Eine Gurke. Ein Kohl. Ein Kohl, eine Gurke. Ja, bestellen wir mal direkt. Entschuldigen. Können wir es auch direkt mal machen. Jo, erstmal müssen wir den Salat schneiden. Ja, tu mal einen Mixer. Das geht schon. Ja. Er ist jetzt gehackt, nicht geschnitten, aber hey, mein Gott. Tomate. Ah, hacken wir auch klein. Alles schön matschig pürieren. Gib einen Smoothie-Salat. Ganz, ganz fein. Gurke wird auch klein gehackt, ab in den Mixer damit. Inventar ist voll. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Machen wir hier gerade mal die Blätter raus, die brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja jetzt unsere Statuen gebaut. Gurke. Hier sind die anderen grünen Blätter. Eine Gurke. Moment, wir mischen sie nicht, wir schneiden sie. Ab in den Häcksler, auch klein gemixt, gar kein Problem. Und wetten, als nächstes schneiden wir noch den Kohl. Yay! Und das Ganze ist schön matschig jetzt, deswegen brauchen wir auch keine Soße dafür. Dann können wir das einfach alles kombinieren. Hier auf dieser Station, wo wir nicht vor kurzem noch Kabel liegen hatten, da muss man auch nichts abwischen. Das ist schon in Ordnung, ist ja nur für den Touristen. Und schon haben wir eine schöne matschige grüne Pampe, geil, oder? Einfacher Salat. Nehmen wir einfach mal mit die grüne matschige Pampe. Und wenn nicht, bieten wir ihm einfach einen Bonbon an. Oder hauen ihm mit unserem Telco-Klöppel eins über. Was? Aua. Gar nicht so schlecht. Ich kann die heilenden Bio-Hide praktisch schmecken. Du gefällst mir, Dorfbewohner. Wir können, glaube ich, Freunde werden. Beste Freunde, Digga. Beste. Das Dorf ist auch gar nicht so schlecht. Man müsste nur hier und da ein paar Gebäude abreißen. Ja, eigentlich alle, die ich nicht gebaut habe. Und dann baut man ein nettes Bürogebäude aus Stahl und Glas und ein Resort. Könnte das Geschäft ankurbeln. Ich schreibe mir das nur kurz auf. Was? Vielleicht sehen wir uns ja, wenn ich das nächste Mal wieder im Lande bin. Okay. Der soll sich mal mit Jamie zusammentun. Der will auch ein Bürokomplexgebäude mit Büros bauen. Das, ja, könnte was werden. Könnte. Könnte. Wir mussten ihn Gott sei Dank nicht mit Geld bestechen. Maximilian, ich glaube, der passt hier hin. Yogi, wunderbare Neuigkeiten. Wir haben einen Investor gefunden. Ein seltsamer Mann in einem Anzug. Resorts, gläserne Büros? Wovon in aller Welt redest du? Allem Anschein nach befand sich ein einheimischer Historiker in der Stadt, als du die historischen Denkmäler aufgestellt hast. Er kannte sofort die Ähnlichkeiten und ihm wurde klar, dass die Insel eine zentrale Rolle in einem antiken Krieg gespielt hat. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall erhalten wir jetzt den Status eines Weltkulturerbes. Ist das nicht unglaublich? Fantastische Arbeit, Yogi. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Du hast praktisch die ganze Stadt gerettet. Oder zumindest ihre Finanzierung. Das reicht zwar überhaupt nicht aus, um zurückzuzahlen, was du für uns getan hast. Aber vielleicht hättest du gerne die Ehre, die Gedenktafel aufzustellen. Oder nicht auch, kein Problem. Ich überlasse dir die Entscheidung. Mach, was du willst. Und tschüss. Oh, noch einen neuen Wackelkopf. Den von Maximilian. Sind beste Freunde mit ihm. Ja, eine Schmalzlocke. Jetzt, diesmal hast du Maximilian eher fertig als ich. Ja, diesmal konnte ich ihn auch fertig machen. Das ist ja so der andere Punkt. Hast du eine Kombinierstation? Kombiniere. Ja, habe ich. Gut.
Die Kunst müssen wir nachher oder später, also früher oder später natürlich ins Museum verfrachten. Das ist eine ganz klare Sache natürlich. Da dürfen wir hier nicht zaghaft werden. Hochzeitskoordinatentorte. Ja, Emilias Quest. Ja. Hi. Guten Tag. Jetzt steht er da so rum. Der ist gerade im Inventar. Das Inventar. Sind sie schon da, das Hochzeitspaar? Soll ich mit Ihnen mal ganz schnell reden, bevor du mit Ihnen reden kannst? Das ist bestimmt eine coole Ja. Idee. Nochmal. Mach ich nicht. Mir ja. Wo bist du? Da bist du. Können wir kurz noch Rezepte abchecken gehen? Sag mal, da kannst du mal aufhören, Emilia wegzudrängen. Emilia, beiseite! Und Ihr wird jetzt jetzt fliegt nicht. er. Und jetzt fliegt der Jamie weg, alles klar. Hast du gerade Jetzt gesagt, der wieder fegt weiter. Jamie weg? Okay. Er fegt Achso. Jamie weg, Ja, nicht fliegt. das kam gerade etwas anders dran. Also, zumindest habe ich das verstanden, aber gut, das, ja. Keine weiteren Fragen. Wo ist denn das Paar? Da ist der Prinz. 3, 4, 5. Was passiert eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht verkleide? Dann spricht er nicht mit dir und sagt: Ey, beiseite! Ja, natürlich. Farmfan geht, kommt erstmal vom. Wow. Geht erstmal auf ihr Dach, geht dann runter und geht dann wieder in ihr Haus rein. Mal. Man muss ab und zu auch mal aufs Dach, Oh, jetzt den bin Leuten ich aufs Dach hier hinten. steigen. Alter. Was denn? Warte mal kurz, ich muss mal kurz zu dir kommen. Hast du dich wieder verkleidet? So, man kriegt ja so ein Bäcker-Outfit von Emilian, ne? Ja. Ja, sieht richtig lustig bei mir aus. Bist du auf deiner Farm, ja, ne? Ja. Ich stehe hier Alter. rum, ernte Fliegenpilze. Steht dir, steht dir. Du siehst aus wie so eine Modedesignerin irgendwie, aber steht dir. Finde ich cool. Hat was. Ja, Mit ne? dem großen Hammer noch in der Hand. Perfekt. Warte. So. Sehr gutes Bild. Sehr gutes Bild. Ab. Hi. Hi. Guck mal, wie sieht das aus? Oh, ich kratze mich so mal mit meinem Hammer, ne? Ja, muss man auch mal machen. Oh shit. Wenn ich jetzt nicht mit dem Prinzen rede, dann ist der weg, ne? Weiß ich nicht mehr, muss ich gestehen. Ja, es war doch bei dir auch. Da ist er doch weg. War der Prinz weg bei mir? Ja, wir hatten doch. Also ich weiß, dass Ja. irgendwer war weg, aber ich weiß nicht mehr, ob es der Prinz war. Hochzeitsgeschenk, Blaupause. Gut, dann check ich mal so lange nochmal Licher und live ab, ob es neue Rezepte gibt. Hochzeitsgeschenk Einfacher, für bequemer Stuhl, Streusel. Blaupause. Hier gibt's nichts Neues, okay. Bundesplatzenfoto. Kamerafoto. Bam! Was hat es? Nein. Da kam gerade ein Sternentaler runter, das sah cool aus. So. Ich sah nice aus. Hast du gerade eingekauft bei Live, Emilia? Diese Interaktion, die hier stattfindet. Oh, läuft. Das ist nicht mein Geschäft. Ich passe nur für eine Freundin drauf aus, seit Jahren. Sie kriegt das Geld weiterhin, aber ich arbeite dafür. Warte mal eine Minute. Das ist nicht mal. Okay. Was ist dein Geschäft, Live? Sehe es ein. Wir können online mal noch gucken, was da für Rezepte unter Umständen sind, vielleicht. Bringt uns ja das was? Pilz. Rückwärtsgang. Bisschen Pilz muss sein. Badabada. Maximilian. Alter Wackelkopf, du. Ich würde sagen, wir gehen ins Bett.
Na, warte kurz, ich will das hier noch fertig machen, okay, dass der Prinz hier weg ist. Okay. Rezept. Käse, Kuchen, Karotten, Kuchen, Butter, Käse, Tierfutter, Eiscreme. Blaue Ziegel, Fernteleportier, Blaupause. Edles Hartholz, edles Mammutbaum, Blauholz, Baupause, Scheißdreck da. Oh Gott. Wollte ich mal hier irgendwie so eine Taschenlampe haben? Nein. Alter, das glitzert ja ganz schön, wenn so ein Sternenteil runterkommt. Das ist brutal, ne? Ja. Pilze mal wieder sortieren. Ich muss gleich nochmal zu dir kommen. Hallo, Ria. Nee, du musst nochmal zu mir kommen. So, möchte das nicht. Ich mal kombinieren. Ich möchte das nicht. Ich bin hier gerade schon am Schlafen oder so. Mhm. Ein bisschen Licht machen hier. Sieht man ja gar nichts. So. Sehen wir mal was. Wow. Mhm. Also bei mir sieht man gar nichts. Ja, du musst die Augen öffnen. Dann siehst du auch was. Hä? Mhm. Ach, nicht Nägel, Kleber. Mhm. Hey, und wieder hin. Ein bisschen hin und her. Sumpfstein, Sumpfstein, Futtertrog, Futternapf, Hundehaus. Kürbisschnittstation. So. Jetzt habe ich hier Himbeeren und Erdbeeren und Brombeeren. Okay, Prinz ist noch da. Ne, Prinz geht gleich ins Bett. Aber das ist Kalkstein gewesen, kein Marmor, Mist. Hä? Wenn die kleinen Prinzen schlafen gehen. Ja, was denn? Ach, die Schnitzen. Mann. Kombinieren. Hier. Ja. Gehst du dahin? Kombinierst du mal. Mhm, mhm. Sehr gut machst du das. Bisschen Kleber zum Schnüffeln. Okay. Und glattes Bauholz. Schon hast du eine Maske. Die so aussieht wie der Prinz. Er sieht aus wie so ein paar Blätter mit Kleber zusammengeklatscht. Ja, ist ja Opfer. Jo, ne? Das können wir eigentlich mal ganz entspannt zumachen hier. Die Frage ist halt: Treppe in die Mitte, Treppe an die Seite. Man kommt hier so rein. Ah, ist hier ein großer Eingangsbereich natürlich. Hier drüben Schlafzimmer der Bediensteten. Da oben hier ist Sklavenhaltung. Moment, das ist verboten. Keine Sklavenhaltung, habe ich nicht gesagt. Alles gut. Hier Bedienstetenhaltung. Wir nennen sie Bedienstete, ja. Wir tun so, als würden sie gelten. Emilias Holzlöffel! Yay, jetzt können wir endlich schlafen. Okay. Gehen wir erstmal ins Bett. Ohne Sklavenhaltung. Ja. Gute Nacht. Schlaf gut. Träum süß. Mach im Bett kein grün Gemüse. Müssen wir wieder ein bisschen gerade hinsetzen. Und ein Schlückchen trinken. Ja, die Kühe schon muhen. Ah ja, stimmt. Ich bin ja von relativ weit weg. Ja, ein bisschen dumm. Ja, ja, kackt ihr mal direkt. Gute Idee. Macht ihr das mal, regelt ihr. Dafür werde ich euch jetzt auch melken. Denn geil. Oh yeah. Bisschen frische Milch. Die sind hier noch hart am Kochen, obwohl die gar nichts mehr zu kochen haben. Oh, ja, so viel zum Thema. Ups. Ich sagen, wir akzeptieren erstmal hier die kleinere Lieferung an Geld. Und dann beginnt das Spiel von vorne. 2, 3, 4, 5. Also nur 4 gewesen. 5. Und. Weil die kostet ja nichts. Nichts kostet die. 2, 3, 4, 5. Einmal fehlt noch. Das sind ja wirklich nichts.
Was ist hier los? Warum habe ich noch so viel Geld? Das macht mir Angst. So, du hörst mal auf. Nein, 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 du gibst mir es wieder. Brav, brav, sehr gut. Den nehmen wir mal da runter. Oh, der Regen ist schon nicht so schön. Ja, wir gehen jetzt mal eine Runde Rezepte checken bei Alicia und Live. Und, ja. Werden unter anderem auch mal kurz... Hi Oskar. Die Folge beenden, weil die ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo, Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und wenn du weißt, wo diese fucking Rezepte für diese roten Werkzeuge herkommen. Sag es. Gestehe es. Raus mit der Sprache. Ansonsten übermorgen um 14 Uhr kommt die nächste Folge. Bis dahin dir eine grandiose Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss. Thank you.